Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute sind wir beim Bayerischen Roten Kreuz, ganz oben beim Präsident. Ich begrüße Theo Zellner. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Herr van Hofen. Freue mich, dass Sie da sind. Schön, dass wir bei Ihnen vorbeigucken können. Von einem Präsidentenamt ins nächste gesprungen. Sparkassenpräsident waren Sie, der Bayerischen Sparkassen. Und jetzt vom Roten Kreuz. Wie weit unterscheidet sich da grundsätzlich die Arbeit? Ja, das ist großer Tätig. Das Einzige, was gleich geblieben ist, die Farbe rot. Nein, es ist eigentlich muss ich sagen, es ist wieder eine Verbandsaufgabe. Das hat mir immer besondere Freude gemacht. Zum Beispiel, als ich Präsident der Bayerischen Landkreise war, über 10 Jahre, das ist eine solche Stelle, wo man selber im eigenen Wirkungsbereich Erfahrungen sammelt und die dann für alle in Bayern einbringen kann. Und bei den Sparkassen war es ähnlich. 71 Sparkassen waren es und jetzt habe ich also die Kreisverbände des Roten Kreuzes, die eigentlich und auch die Gemeinschaften, die es beim Roten Kreuz gibt, die sehr selbstständig agieren, aber dennoch eine Vertretung halt brauchen. Und das ist das Bayerische Rote Kreuz. Ich mache das ehrenamtlich, also jetzt in der Pension, ne? Und da macht es ja einen schon Freude. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass Sie bei der Sparkasse zum richtigen Zeitpunkt ausgestiegen sind, wenn Sie an die Zinsen zum Beispiel denken und an Dinge, mit denen die Kollegen sich da jetzt abstrampeln müssen? Ich nehme das mit großem Interesse wahr, was jetzt für ein Thema da ist. Aber in meiner Zeit war meine schwierigste Aufgabe überhaupt in meiner ganzen Berufslaufbahn, dass wir dieses Beihilfeverfahren mit der Europäischen Union über die Bühne gebracht haben. Und da hat es einmal einen Sparkassenchef gegeben, der hat zu mir gesagt, also das Thema, das hast du zur Zufriedenheit erledigt. Das nächste Problem sind wir sozusagen selber mit dieser Niedrigzinsphase. Nein, ich hätte gern weitergemacht, aber die Frage hat sich nicht gestellt. Denn ich bin ja genau in der Zeit ausgeschieden, wo ich auch als Landrat, und an das war es ja ein bisschen gebunden, wo ich auch als Landrat in Pension gegangen wäre. Das passt schon, also mit 65 Jahren. Aber es war dann keine Zäsur, da ist es weitergegangen. Das Wort Pension kenne ich nicht. Viele sagen, dass sie beneiden, weil sie einfach weitermachen können. Denn für viele ist es ja dann, wenn diese große Bremse reingetreten wird, auch schwierig, sich dann weiter irgendwie zu definieren. Gell? Ja, das ist in der Tat so. Ich möchte es nicht als Glück bezeichnen, aber ich wollte schon noch was machen. Man hat ja einige Ehrenämter. Ich bin zum Beispiel im Caritasrat der Diözese Regensburg oder im Universitätsrat der Universität in Regensburg. Das sind Dinge, die machen richtig Freude. Aber das Rote Kreuz, das strengt einem an und das ist eine Herausforderung. Man kann sagen, man ist das ganze Jahr über richtig eingespannt. Da ist keine Zäsur entstanden. Ich wollte das auch. Allerdings gibt es dann einige Themen, die hätte man sich nicht so heftig gewünscht in dem Zusammenhang. Denn Sie sind ja quasi sofort ins kalte Wasser geschmissen worden, weil diese Flüchtlingsthematik natürlich voll, ich sage mal, in Ihre Amtszeit, in den Beginn Ihrer Amtszeit quasi eingebrochen ist. Ne? Ja, das ist richtig. Ich bin allerdings beim Roten Kreuz unter anderem auch deshalb, weil ich ja zu Hause Kreisvorsitzender in all den Jahren geblieben bin. Dieses Amt habe ich nie abgegeben in meinem Landkreis Cham. Und von daher hat man schon gewusst, wie hier wie das Rote Kreuz tickt, sage ich jetzt einmal. Ja. Zumindest, dass es auch einen sehr starken Aufbau von unten her hat. Und das war mir schon klar. Es ist die Seite wechseln war ganz interessant. Ne? Ich habe ja, wenn ich an die Finanzierungsprobleme, die das Rote Kreuz einmal vor Jahren hatte, da habe ich auf der anderen Seite des Tisches als Kreisvorsitzender schon auch eingefordert, also da soll einmal im Landesverband, soll man sich einmal anstrengen. Jetzt sitze ich auf der anderen Seite und sehe im Grunde genommen schon auch die Probleme, die auf Verbandsebene da sind. Da sind wir aber doch ganz gut unterwegs. Also Rotes Kreuz war mir nicht fremd, allerdings ist richtig massiv, genau zu meinem Beginn. Ich bin im Dezember 2013 gewählt worden und ab Sommer 2014 und vor allem nach 2015 herein war die Problematik der Flüchtlinge massiv da. Ich habe das massiv erlebt. Wie muss man sich das vorstellen? Wann haben Sie gemerkt, dass das also ein Thema ist, was also so überbordend ist, dass Sie auch hier mit Ihren Strukturen sich wahrscheinlich auch neu orientieren mussten? Das ist eine ganz gute Frage. Das ist, man meint am Anfang, die Strukturen des Roten Kreuzes sind eigentlich so gut, dass man diese Probleme auch bewältigen kann. Also Leute aufnehmen, die versorgen zunächst einmal. Es ging ja um die Erstversorgung zunächst einmal und noch nicht so sehr um die Verteilung, die ja dann später ein Problem
wurde. Also 2015, sage ich jetzt einmal so, ab Juli, August ist es massiv geworden. Da war es also so, dass ich selber in den sogenannten Asylgipfeln auf bayerischer Ebene oder in irgendwelchen Krisenstäben immer gesagt habe, oder von der Politik verlangt habe, wir brauchen, um wirklich humanitär helfen zu können, auf Dauer helfen zu können, brauchen wir planbare Strukturen. Und da ist eben ab Mitte des letzten Jahres, ab Mitte 2015, vor allem dann jetzt vor einem Jahr, September, Oktober, November, da war es ja dann am Höhepunkt, sind einfach Strukturen entstanden oder Situationen entstanden, die man auf Tage nicht mehr planen konnte. Ja. Unser Rotes Kreuz kann innerhalb kurzer Zeit, jetzt sage ich mal, irgendwo eine Erstaufnahme machen mit 150 oder 200 Betten. Das geht schon, nur es geht nicht von einer Stunde auf die andere. Und von daher war das eine große Herausforderung. Hier ist Ihr Büro, ne? Also was ich jetzt interessant fand, ist, dass Sie auch, ich meine, die Stimme des Präsidenten des Bayerischen Roten Kreuzes, die wird ja gehört. Und Sie haben jetzt auch gesagt, es muss eine Obergrenze kommen, was die Flüchtlinge anbelangt. Das hört man ja oft mit der Obergrenze. Und ich bin immer noch auf der Recherche, wie setzen wir das um, wenn der 200.000 Erste kommt? Sehen Sie da eine Möglichkeit, wenn Sie diese Forderung stellen, dass es eine Obergrenze geben soll? Herr van Hoven, da darf ich Sie ausnahmsweise berichtigen. Das Wort Obergrenze habe ich nie benutzt, sondern was ich aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres, vielleicht darf ich das doch erzählen, ich war nächtelang draußen in Wegscheid, in Passau. Ich habe mir ein Bild gemacht. Ich habe diese vielen Menschen, die da waren, die ja plötzlich Gesichter bekommen, wenn sie nahe bei dir sind. Ich war mit meiner Frau in Einrichtungen und habe das. Also ich habe mir da ein Bild gemacht. So, meine Forderung war immer, wir brauchen europäische Solidarität. Ich war vielleicht einer der Ersten, die gesagt haben, eigentlich brauchen wir, was heute die Politik wie selbstverständlich sagt, Kontingente, die auf Europa verteilt werden. Mhm. Das ist, glaube ich, nach wie vor, ich bin da in der Politik nicht mehr dabei, aber das meine ich mit planbar. Mhm. Obergrenze oder Zahlen festzulegen, das ist nicht mein Thema. Sondern mein Thema ist, unabhängig von Zahlen, dass wir planbare Strukturen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Situation, von der ich sagen kann, sie ist planbar. Ne? Mhm. Wir haben zum Beispiel in Erding und in Feldkirchen diese beiden großen ehemaligen Einrichtungen bei der Bundeswehr, wir nennen das Warteräume. Mhm. Und die haben ja eine eigene GmbH jetzt in Bayern als Bayerisches Rotes Kreuz gegründet, um hier diese beiden Warteräume Standby zu halten. Also da wird Geld ausgegeben, dass wir innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von wenigen Stunden, können wir die hochfahren bis zu 1.500 Leuten, bis zu 5.000 Leute. Also das meine ich im Grunde genommen mit planbar. Ja. Hier bei diesen beiden Bildern. Da sieht man natürlich genau, also wer Sie noch nicht so gut kennt, der sieht hier Ihre berufliche Karriere, immer Präsident gewesen irgendwie, nicht? Also im Landkreis Karm, dann hier bei der Sparkasse und jetzt beim Roten Kreuz. Ja, es ist in der Tat mein drittes Präsidentenamt, aber das ist ja kein Verdienst, das erwächst einem ja aus der Aufgabe. Sie sind gewählt worden. Ja, ja, ich war ja vorher Bürgermeister in Bad Kötzting und in der Zeit war ich schon stellvertretender Landrat und bin dann 96 zum Landrat im Landkreis Karm gewählt worden. Das ist unser Logo gewesen, beste Aussicht im Landkreis Karm, das wir übrigens mit einem Münchner Unternehmen entwickelt haben. Und da wird halt jetzt dargestellt, der Sprung vom Landkreistag, wenn man so will, zum Sparkassenverband. Ja, das war in der Tat eine schöne Situation und das ist im Grunde genommen der Hinweis darauf, also jetzt ist er von zu Hause weg und jetzt macht er wieder Rotes vom Sparkassen zum Roten Kreuz. Ja, das ist Verbandsarbeit, das macht einfach Freude. Ist das Rot eigentlich ähnlich? Nein, ne? Es sind unterschiedliche Rottöne, oder? Es ist, die Sparkassen haben ja jahrelange Prozesse geführt wegen dieses Rots, das eine andere Bank auch verwendet, eine international agierende Bank. Da ging es aber nicht ums Rote Kreuz. Da ging es aber nicht ums Rote Kreuz. Also ich müsste jetzt das müsste ich noch herausarbeiten. Das kann ich nicht. Die Farbe Rot an sich ist ja nun eine, ja, es ist wieder was anderes. Aber gut, das ist halt so das Rote Kreuz. Ja, klar. Das hat der Hanitsch gemacht. Der war einmal bei mir im Landkreis und hat dort einmal, ich habe so einen Jahresempfang gegeben und da hat er auch karikiert
Und ja. Erzähl da gegenüber, das ist natürlich auch sehr interessant. Also, weil das Rote Kreuz ist ja nun doch mehr als nur das Bayerische Rote Kreuz. Es ist ja quasi auf der ganzen Welt vertreten, eben auch mit anderen Organisationen. Wenn Sie mal dieses, ist ja eigentlich ein Triptychon, nicht? Wenn Sie das mal erklären würden. Ja, das ist im Grunde genommen der Ausdruck der Internationalität. Das Bayerische Rote Kreuz ist über das Deutsche Rote Kreuz ja Teil des Internationalen Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds. Das heißt, diese beiden Dinge und an der dritten Tafel, das soll das Vereinigungszeichen in der Arbeit sein. Zurzeit schaue ich da oft hin, weil ich natürlich jeden Tag Aleppo-Berichte sehe. Ich habe mit dem Christian Springer auch Kontakt, wegen der Orienthelfer zum Beispiel. Und es ist, ich muss das so sagen, wenn man von der Politik weggeht, es ist im Grunde genommen ist das eine Schande, dass die Großmächte, dass die nur debattieren und sich nicht einmal in der Tatsache einig sind, dass man jetzt einmal eine Zeit lang zu bombardieren und zu schießen aufhört. Da wird etwas kaputt gemacht, nur um große Interessen zu wahren. Da müssen wir als Rotes Kreuz auch unsere Stimme erheben, gemeinsam übrigens mit dem Roten Halbmond. Ja. Ja. Wie wird denn da beim Roten Kreuz entschieden, wer, wenn Sie jetzt Aleppo erwähnen, wer da hingeht? Sind da deutsche Rote Kreuzhelfer in Aleppo, also in der Gegend um Syrien? Das wird in Berlin entschieden, beim Deutschen Roten Kreuz, wer wohin geht. Und das ist immer auch international koordiniert. Und da kommt es natürlich auch vor, dass auch aus Bayern Rotkreuzler mit dabei sind. Wir spielen im Deutschen Roten Kreuz eine ziemlich herausragende Rolle. Wir sind mit Abstand der größte Verband. Ich kann das ja an einer Zahl sagen, wenn die Bundesversammlung alle Jahre einmal stattfindet im Deutschen Roten Kreuz, dann gibt es dort 120 Delegierte und da stellt Bayern alleine 20. Das muss ich mir mal vorstellen, für ganz Deutschland, das zeigt die Bedeutung. Wenn Sie nochmal den Entscheidungsprozess aufführen könnten, also jetzt bei einer internationalen Katastrophe wie in Aleppo, wer sagt dann wem vom Roten Kreuz, wo er wohin gehen muss? Der Entscheidungsprozess, der läuft in Berlin, da wird also nicht lange debattiert, sondern da gibt es dann das Generalsekretariat und den Präsidenten Herrn Seiters, ehemaligen Bundesinnenminister, und dann wird geprüft, wer am nächsten dran ist, wer die entsprechenden Kapazitäten hat, wer die entsprechenden Ausstattungen hat, und dann wird heute entschieden. Zum Beispiel in der Flüchtlingssituation, da war es einmal so, dass als das am Höhepunkt war, ist über Berlin, über das Deutsche Rote Kreuz, sind Rotkreuzler aus Kanada und aus Norwegen nach Straubing geschickt worden. Einfach weil, aber das war natürlich eine Fehlentscheidung, weil die ja dringend angewiesen waren auf die Leute im Roten Kreuz vor Ort in Straubing. Und die waren auf deren Informationen und sowas passiert halt. Das ist klar, weil da einfach international entschieden wird, gut gemeint, dass man also da dazu mithelfen muss. Aber die Situation, die war schon... Hat das Bayerische Rote Kreuz eine bestimmte besondere Qualität? Also, dass die besonders, weiß ich nicht, Spürhunde haben oder sowas? Ja, natürlich auch. Rettungshundestaffel. Wo man international weiß, dass man sich da besonders an das Bayerische Rote Kreuz wendet. Ja, das ist ein Punkt, der mir ein bisschen motiviert. Wir sind in der Tat sehr stark. Also einmal unsere Bereitschaften, die also bei jedem Unfall oder bei jedem Großschadensereignis dabei sind. Man hat es in Simbach gesehen, wo die Wasserwacht hervorragendes geleistet hat. Was ist da passiert? Das große Hochwasser in Simbach im Sommer, im 4. Juni dieses Jahres. Ich war da selber zwei, dreimal schon dort und da ist richtig gut gearbeitet. Da sind Menschenleben gerettet worden. Die Bergwacht ist sowieso, jetzt sage ich einmal, in Deutschland, wer soll da das Sagen haben? Das kann ja eigentlich nur in Bayern sein. Klar. Und von daher ist auch in der Pflege oder im Jugendrotkreuz, diese fünf Gemeinschaften, die sind schon sehr, sehr gut aufgestellt, agieren auch sehr selbstständig. Und da können wir tatsächlich als Bayern immer einen großen internationalen Beitrag leisten. Übrigens auch jetzt, nachdem die Akutphase in der Flüchtlingskrise, jetzt sage ich mal in Deutschland, die Akutphase im Augenblick, erstmal, der Notstand, halt zur Ruhe gekommen ist, ist ja diese Integrationsphase wichtig. Und da sind wir ja noch lange, da haben wir noch viele Jahre. Und auch da spielt das Rote Kreuz natürlich wieder eine Rolle, in der psychosozialen Beratung zum Beispiel. Wir hatten ja hier in München den Amoklauf mit 8 oder 9 Toten. Wie hat diese Erfahrung jetzt
das Rote Kreuz geprägt. Ziehen Sie daraus irgendwelche Lehren, wie Sie sich noch ergänzen müssen? Ja, natürlich. Das ist, wir haben uns angewöhnt, dass wir nach jedem großen Schadensereignis oder auch nach Vorbereitungsphasen, wie zum Beispiel beim G7-Gipfel, der heuer war, aber jetzt speziell bei diesem Amoklauf, dass das nicht einfach vorbei ist und man sagt, also man zieht irgendein Resümee, sondern dann setzt man sich zusammen. Und dann werden daraus Schlüsse gezogen für kommende, hoffentlich nicht eintretende Situationen. Das alleine wäre zu wenig. Sondern wir haben zum Beispiel aus dieser Situation heraus schon im Juni, spüren wir im Roten Kreuz, wir müssen uns zu dem Thema Terrorabwehr, müssen wir eine neue Initiative ergreifen. Ich sage es mal ein Beispiel, wenn heute ein Busunglück stattfindet, dann wird vor Ort ein Zelt aufgebaut, da sind dann die Ärzte da und da wird geholfen. Ein Terroranschlag ist etwas ganz anderes. Da geht es um Schusswaffen, da geht es um Schussverletzungen. Da haben wir jetzt zum Beispiel uns mit dem Internationalen Roten Kreuz in Israel auch mal kundig gemacht oder auch in anderen Ländern, weil ein System, das vor Ort behandelt werden kann, das geht dann manchmal nicht mehr. Also müssen wir uns etwas anderes überlegen, nämlich die Zusammenarbeit, die Ängste, Alarmplanabstimmung mit Krankenhäusern, dass dort geladen, load and go ist ein Begriff dafür, dass man also sofort die Leute dann wegbringen kann. Oder die Schnittstellen mit den Polizeikräften, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema, inwieweit wir als Rotes Kreuz oder als Hilfsorganisationen eingebunden werden in die Planungen, die ja bei den Sicherheitsbehörden stattfinden. Wir sind ja die nachgeordnete Ebene, aber wir müssen dort mehr Transparenz bekommen. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn da ein abgezirkelter Tatort ist und dann kommen Ihre Kräfte und wollen helfen. Ja. Inwieweit man dann sie überhaupt reinlässt, weil man weiß ja auch nicht, gehören die alle dazu? Oder? Ja, eben reinlässt, hilft, dass seine Menschen da, denen geholfen werden muss. Und andererseits geht es natürlich auch bei allen Überlegungen und allen Planungen geht es immer auch um die Sicherheit unserer Leute. Ja, klar. Die steht natürlich ganz oben an. Ja. Sonst kann man ja nicht, sonst ist ja Hilfe ist von Haus aus nicht möglich. Also da ist eine Situation entstanden in den letzten Monaten, muss man jetzt speziell sagen, durch diese Terrorsituationen, die uns als Hilfsorganisation nicht ruhig lassen können. Ist übrigens einer der Gründe, warum wir jetzt unterstützt durch die Bayerische Staatsregierung ein Ausbildungszentrum groß, erstmalig in Deutschland machen. So ein bisschen vergleichbar, bei uns gibt es eine Landesfeuerwehrschule, aber es gibt kein Katastrophenschutz-Ausbildungszentrum. Das wollen wir errichten, das haben wir jetzt in die Planung eingetreten, in die Planungsphase. Haben wir heute ganz aktuell beim Herrn Ministerpräsidenten und mit dem Innenminister ein Gespräch geführt, wegen der Kosten, damit wir jetzt konkret werden können. Also es sind neue Herausforderungen da, ganz eindeutig, das muss man so sagen. Und solche Ereignisse, die gehen nicht vorbei, sondern die werden dann fließen dann ein jetzt in die Sicherheitsmaßnahmen Oktoberfest. Ne? Das ist natürlich durch die Maßnahmen ist eine ganz neue Situation auch wieder entstanden. Ja klar, aber da heißt es ja immer, dass sich die Kollegen auch drum bewerben, um da mitmachen zu können. Es scheint auch eine schöne Herausforderung zu sein, weil ja auch wirklich was passiert. Also da sitzt man nicht einen ganzen Tag rum und wartet, bis irgendwas passiert. Sonst Oktoberfest ist eine Garantie dafür. Ne? Ich war auf der Rettungswache. Ja. Jedes Jahr schaue ich da vorbei. Das ist großartig, was dort geleistet wird. Das ist ja nicht einfach. Da kommen zum Teil nicht nur Verletzte, irgendwelche Verletzungen, sondern alkoholisiert, das ist noch der geringste Begriff, auch zum Teil mit Aggressionen versehen. Aber mit welcher Ruhe dort geplant und gearbeitet wird, das hat mich doch sehr beeindruckt. Übrigens, weil Sie sagen, da kommen auch andere dazu, da gibt es Freundschaften mit dem Südtiroler Roten Kreuz zum Beispiel. Ja. Ich habe es auch im Gäubodenfest in Straubing erlebt. Auch da kommen andere Organisationen, also andere Roten Kreuz-Organisationen mit dazu. Ja, da fällt mir eigentlich nur ein, es gibt ja kaum, das könnte man jetzt auf die Allianz Arena ausdehnen, es gibt ja kein Ereignis mehr, wo andere feiern, gibt es halt Leute, die aufpassen. Ja. Aber ich stelle halt fest, das Rote Kreuz macht das nicht mürrisch, jetzt muss ich schon wieder wohin, sondern da ist ein bisschen Leidenschaft da dabei, das ist Berufung, das ist Ehrenamt. Das Rote Kreuz definiert sich über das Ehrenamt. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber da ist natürlich auch die Frage, wie ist denn das mit den Arbeitgebern? Also
Also jetzt gerade bei den Flüchtlingen, also wo wirklich Tage, Wochen, Monate, kann man ja fast sagen, die ehrenamtlichen Leute gebraucht wurden. Was sagt denn da der Chef, wenn der immer sagt, ich muss jetzt immer ehrenamtlich unterwegs sein und kann meine Arbeit nicht verrichten? Also in der Regel können wir sagen, dass wir in Bayern, ich habe es auch in meiner Heimat kennengelernt, sehr aufgeschlossene Arbeitgeber haben. Aber es gibt ja langfristige Einsätze. Die Flüchtlingssituation hat das ganz besonders gezeigt. Und da ist dann irgendwo auch die Grenze erreicht, wo dann die Leute sagen, ich kann das nicht alles nur noch in meiner Freizeit machen. Ja. Oder ich kann nicht, ich habe ja dann Verdienstausfall, wenn ich länger wegbleibe. Und das ist in der Tat ein großes Thema. Oder die Kriseninterventionskräfte, die oft einmal über einen langen Zeitraum arbeiten müssen. Oder bei der Riesendingloch-Situation, die da in den Bergen passiert ist, in diesen Höhlen. Wie viele Überstunden haben Sie in Bayern angesammelt beim Roten Kreuz? Viele, viele, viele. Ich kann es Ihnen im Einzelnen gar nicht sagen. Aber was wir gemacht haben, und auch ich als Präsident, wir haben jetzt Gott sei Dank einen Gesetzentwurf, der ist in der Anhörung quer durch alle Parteien, in dem die Helfergleichstellung jetzt ganz oben ansteht. Wenn ein Feuerwehrler eine Erstaufnahmeeinrichtung Betten aufstellt, dann ist der freigestellt von Haus aus. Der Rotkreuzler in einem solchen Fall nicht. Also der Rotkreuzler, wir brauchten also eine Gleichstellung unter der sogenannten K-Schutzschwelle, also unter der Katastrophenschutzschwelle. Wenn ein Katastrophenalarm ausgelöst wird, ist es für alle gleich. Aber unter dieser Schwelle gibt es so viele Tätigkeiten, die man auf Dauer... Alles eine Geldfrage, das oder? Das ist, ja. Also zunächst, die wollen ja kein Geld, die Rotkreuzler. Aber die machen das ja auch in der Freizeit und am Sonntag. Aber eben auch, wenn dann solche Herausforderungen da sind, wie in der Flüchtlingssituation, dann geht es eben über die Freizeit hinaus. Und dafür braucht man dann Antworten. Ne? Sie haben das eben auch angesprochen, dass... aus Österreich Kollegen kommen und Bayern grenzt ja auch an die Slowakei. Wie wird das eigentlich in diesen Grenzregionen gehandelt, wenn da irgendein Unfall, irgendwas Größeres passiert? Ist da eine regelmäßige Abstimmung dann auch da? Wie machen Sie das? Zwischen Österreich und Bayern oder zwischen der Schweiz und Österreich und Bayern ist das kein Problem. Ich komme allerdings in meiner Heimat ich lebe 15 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt. Und ich erzähle jetzt einen Anachronismus, um dann zu sagen, was wir geschafft haben. Bis zum heutigen Tag war es nicht möglich, einen Tschechen, der bei uns verunfallt, oder einen Deutschen, der auf der tschechischen Seite verunfallt, in einem gewissen Grenzgürtel, zum nächstgelegenen Krankenhaus über die Grenze zu bringen. Das heißt, die Verletzten, die Verunfallten, mussten an der Grenze in Furt im Wald umgeladen werden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also der Krankenwagen ist nicht weitergefahren? Ja, das durfte er nicht, aufgrund der Gesetzeslage. So, das haben wir über Jahre jetzt moniert und erst vor wenigen Tagen, ich war selber mit dabei, hat der bayerische Innenminister mit den Bezirkshauptmännern, heißt dort aus Karlsbad, Bezirk Pilsen und Bezirk Budweis, die internationale Vereinbarung getroffen, zunächst einmal für einen 5-Kilometer-Gürtel, damit wir mit den Fahrzeugen durchfahren können, ohne dass da gestoppt werden muss. Mhm. Gott sei Dank. Und jetzt durch Interreg, durch europäische Mittel gefördert, errichten wir jetzt in Furt im Wald, ist schon im Bau. Das ist halt genau die Mitte zwischen Bayreuth und Passau, entlang der ganzen bayerisch-tschechischen Grenze, errichten wir jetzt ein grenzüberschreitendes Rettungszentrum, in dem Tschechen und Deutsche gemeinsam ausgebildet werden, um dann auch das international zu gewährleisten. Also da haben wir richtig Erfolg gehabt in letzter Zeit. Das ist sehr gut. Ja, ist toll. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Zellner, hier sehen wir Sie jetzt mit dem Papst. Kriegen Sie da schöne Erinnerungen, wenn Sie sich das Bild angucken? Ja, das ist schon ein Höhepunkt, ne, im Leben. Ne? Ich habe den Papst Benedikt noch als Student in Regensburg erlebt. Ja. Der war ja sowas von progressiv damals, dass wir, egal in welcher Fakultät man war, ist man ihm nachgelaufen. Und ich musste dann auch bei meinem Pädagogikstudium einen Schein machen, einen Religionsschein, oder wie, ich weiß gar nicht mehr, wie es geheißen hat. Ja. Jedenfalls saß ich da halt mit den Prüfern und dann ist damals der Papst, damals noch als Regensburger Professor, reingekommen. Und als wir dann diese Audienz hatten, dann haben wir halt ein bisschen geplaudert.
so von seinen Besuchen, er war ja auch dadurch, dass er in Regensburg war, auch in Cham, einigen Orten, bin natürlich heimgefahren, habe ihnen das erzählt, dass er das noch weiß, wie er da war. Und über die, ja, hat ein kurzes Gespräch. Aber diese Gabe, jemanden anzugucken in einem Raum, wo viele hundert Leute sind und sich wirklich auf die Person zu konzentrieren, die hat er auch, ne? Das habe ich noch nie so erlebt von jemand anderem. Ja. Man ist ja, erlebt ja Defilés ohne Ende, bekommt man Einladungen. Und ich kann mir da gut reindenken, wenn da jemand steht und eine Hand nach der anderen zu schütteln hat, dann schaut man auch mal, wer kommt denn da noch alle. Papst Benedikt hat das Gefühl, der hat mit beiden Händen die Hand ergriffen und hat einfach das Gefühl gegeben, jetzt in dem Moment bist nur du da. Und das war so angenehm. Ich bin ihm nie begegnet, aber ich hatte genau die gleiche Erfahrung, und zwar mit Bill Clinton. Mit Bill Clinton hatte ich auch mal 5 Minuten im Raum gestanden und man hatte das Gefühl, der ist aus Washington losgefahren, nur um mich zu treffen, um diese 4 Minuten mit mir zu reden. Also es ist wirklich eine tolle Begabung, wenn man sich so auf eine Person konzentrieren kann. Ich habe bloß da das Protokoll ein bisschen gestört, weil da war einer daneben gestanden. Wir waren ja 20 Leute, die da in der Audienz waren. Und der hat natürlich darauf geschaut, dass dann der Nächste kommt und so. Und meine Frau, wir durften ja nur einzeln, ne? Also meine Frau stand hinter mir. Und ich soll jetzt praktisch gehen. Und dann habe ich gedacht, da bringt mich niemand mehr weg. Ich möchte jetzt, dass wir ein Bild bekommen, wo meine Frau mit drauf ist. Ja. Und das haben wir, man sieht es ja hier, ich bin einfach zur Seite gedreht, habe mich neben dem Papst hingestellt und dann ist das Foto gemacht. Das war schön. Die Geschichte mit Bill Clinton, die geht bei mir auch. Ist ja spannend. Ja, wirklich, weil der auch gesagt hat, meine Frau ist auf ihn zugestürmt und hat gesagt, ich möchte ein Bild haben. Und dann hat er mich angeguckt, hat gesagt, you also would like to be in the picture. Okay. Habe ich gesagt, Mr. President, yes. Und das war noch ein Fotoapparat, wo sich der Film, als dann der eine, dem das Foto machen wollte, zurückgedreht hat. Und dann guckt er mich an und sagte, we're having a problem, right? I said, Mr. President, we're having a big problem. Dann hat er gleich einen von den anderen Fotografen hier oben gestanden. Und dann gab es das Foto. Fällt mir nur, also eine ähnliche Erfahrung, die Sie mit dem Papst gemacht haben, habe ich mit Bill Clinton gehabt. Aber Sie sind auch Reiter, ja? Ja, nein, ich bin kein. Ich reite einmal im Jahr. Das ist eine Kunst aus dem Bayerischen Wald von einer Künstlerin in meiner Heimat. Und in Kötzting findet ja alle Jahre am Pfingstmontag diese größte berittene Wallfahrt zu Pferd, die es in Europa überhaupt gibt. Es gibt nichts zahlenmäßig, sage ich jetzt einmal, größer. Das ist eine Wallfahrt von Bad Kötzting, 8 Kilometer. Das ist für mich eine Herausforderung, weil ich kein Reiter bin. Und da kommen halt die Pferde, das weiß ich zwar alles und das ist alles organisiert, aber da habe ich das Gefühl, das ist ein guter Tag, wenn man da, da wird gebetet, das ist also kein Brauchtum, sondern das ist richtig religiös, da wird das Allerheiligste mitgeführt. Also ein richtiger Christ, Katholik. Ja, das ist in der Tat so, ich bin bekennender Christ, und an dem Zielort, also an dem Wallfahrtsort, wo man hinkommt, wenn da Männer da sind und dürfen da Männer mitreiten, das ist noch seit 1412. Also da ist man schon stolz drauf, wenn man da auch Bürgermeister einmal war in dieser Stadt, seit 1412 verbürgt. Und wenn dann die Männer in der Wallfahrtskirche da einmal ein Segne du Maria singen, dann ist das schon etwas, was mich emotional erfasst. Und das gehört mit dazu, das ist eine Kraftquelle, keine Frage. Wenn wir hier schon die einzelnen Sachen durchgehen, dann interessiert mich natürlich auch dieses Schwein. Ja? Herr Zellner, Wo legen Sie Ihr Geld an, damit es ein bisschen mehr wird? Anlegen ist in der Pension. Ich habe gespart das ein bisschen. Was machen Sie damit? Ja, im Augenblick liegen lassen. Das ist, man kann im Grunde genommen schlecht raten, denn die Niedrigzinsphase bringt das mit sich. Das ist, im Grunde genommen ist das im Augenblick für einen, der spart, ist es eine Vertrauenssache, dass man bei seiner Sparkasse halt bleibt oder dort ist. Und es ist im Grunde genommen, ist für mich, das tut richtig weh, was da im Augenblick abläuft, denn da werden die Paradigmen in Deutschland gewechselt. Wir haben sparen gelernt. Ich weiß noch gut, wie wir in der Schulklasse waren, als Kleine in der Grundschule. Und dann ist also einmal im Monat, glaube ich, das weiß ich gar nicht mehr, ist also einer von der Sparkasse gekommen und hat die Sparbüchsen ausgeleert. Also dieses Sparen, das ist doch ein Wert für sich. Ne? Und
der wird im Augenblick im Grunde genommen wird der total zerredet und da wird dann immer auf die Investition abgestellt, aber für die heißt, die also investieren wollen, das mag schon sein, aber die große Masse der Sparer, für die muss auch jemand die Stimme erheben und muss sagen, so kann das nicht weitergehen. Im Übrigen, ich muss auch ganz kritisch dazu sagen, man spricht gerne in dem Zusammenhang über Draghi, ne? Das ist tragisch, aber das ist ein Ausweichen, der ist so weit weg, der Draghi, da kann man ruhig schimpfen drüber. Man muss schon einmal ehrlicherweise jetzt in der deutschen Politik sagen, diese Haushalte, die da jetzt ohne neue Verschuldungen aufgelegt werden, das einzig und allein der Niedrigzinsphase zu verdanken. Wenn es kein anderer sagt, dann sage ich, der Schäuble, der hat seinen Haushalt ja im Grunde genommen nur der Niedrigzinsphase zu verdanken. Also zahlen das die deutschen Sparer. Also natürlich verfolge ich das. Das da, das ist ein Sparschwein. Das habe ich von Mitarbeitern im Sparkassenverband, da sind lauter Pfennige drinnen. Ich will Sie auch gar nicht weiter lange damit quälen, aber da Sie ein so lang erfahrener Banker sind, doch nochmal da die letzte Frage. Glauben Sie, dass wir Geld zahlen müssen, damit die Banken für uns aufheben? Ich kann nur sagen, ich hoffe nicht. Also realistischerweise wird die Niedrigzinsphase so schnell nicht beendet sein. Und man bekommt ja das jetzt auch als Außenstehender schon mit, dass also Sparkassen selber sich bei der EZB, wenn sie das Geld hinlegen wollen, ja bereits bezahlen müssen, wollen das natürlich nicht an die Sparer weitergeben. Also ich vertraue auf die Sparkassen, dass sie Wege finden, um das zu umgehen, dass also auch der Sparer da bezahlen muss, dass das Geld dort ist. Vertrauen durch deshalb, weil Sparkassen nie abgehoben waren, weil Sparkassen sind regional aufgestellt, die sind fassbar, die Menschen, den kenne ich, den Sparkassen, den sehe ich jeden Tag. Also, aber auf der Kostenseite, natürlich muss etwas getan werden und die Eigentümer sind die Kommunen, die werden meines Erachtens wäre es dringend notwendig, dass nicht jetzt auch nur die Eigentümer dann darauf pochen, dass ausgeschüttet wird und solche Dinge, sondern dass sie das Kapital, die Eigenkapitalsituation der Sparkassen hochhalten, denn es geht ja um die Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft letztendlich. Ja, ja. Naja, die Konten sind schon ein bisschen teurer geworden, aber sind die neuen Geschäftsmodelle. Ich glaube, man muss, die Sparkassen können sich ja auf dem Kapitalmarkt nicht refinanzieren. Also müssen sie selber Maßnahmen treffen. Und das ist eine harte Geschichte, das gebe ich schon zu. Und ich hoffe, dass das doch irgendwann sich wieder mal dreht. Gehen wir zu Ihrem aktuellen Präsidentenstatus nochmal zurück. Wenn man hier so in München den Straßenverkehr verfolgt und dann sieht man die Sirenen und die verschiedenen Unfälle, die dann hier passieren, da ist ja nicht immer nur das Rote Kreuz dann da, ja. Da sind ja auch andere da. Ja. Wie hart ist denn da eigentlich der Wettbewerb auch für das Rote Kreuz bei den Verunfallten sozusagen als Erste am Ort zu sein? Also unter den Hilfsorganisationen gibt es in dem Sinn keinen Wettbewerb, also dass man sich da sozusagen, wer ist eher da oder solche Dinge, sondern im Gegenteil, wir wollen jetzt dieses Ausbildungszentrum, von dem ich gerade vorhin gesprochen habe, das verlangt auch der Staat, dass wir das in Abstimmung mit den anderen Organisationen machen. Wir haben ja sogar eine gemeinsame GmbH in der sogenannten ZAST, in der zentralen Abrechnungsstelle, wenn also Kosten entstanden sind bei Unfällen, dass das also gemeinsam über eine Stelle auch abgerechnet wird. Nein, die Zusammenarbeit ist sehr gut, da freue ich mich auch drüber und wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Etwas anderes ist es allerdings, dass auch im privaten Bereich immer mehr entsteht und dass man meint auf europäischer Ebene, und da erhebe ich sehr kritisch die Stimme, dass das alles marktgeschehen ist. Und die Antworten für Rettungsdienst, die kann der Markt nicht geben. Da wären wir uns entschieden, denn im Grunde genommen ist ja schon hart genug, dass der Krankentransport ausgeschrieben wird, ne? Und da natürlich wir im Wettbewerb sind. Aber, Transport ist sozusagen ja, von einem Krankenhaus zum anderen, ja, zum Beispiel. Ne? Aber andererseits, diejenigen, die machen aber dann nicht den Rettungsdienst. Das heißt also, wir müssen uns ja ein wenig, jetzt sage ich einmal, auch subventionieren, im Rettungsdienst, auch mit dem Krankentransport. Also das ist schon eine enge Stelle. Und da sind auch die entsprechenden Organisationen gefordert. Aber ansonsten ist das eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Also gibt es da so eine Art Wettrennen zwischen den Privaten und eben dem Roten Kreuz? Wer zuerst beim Beispiel, wenn eine Rettungswache entsteht, da gibt's Gutachten, TRUST nennen sich diese Gutachten, die legen dann fest, wo eine Rettungswache entstehen soll, wo ein neues Fahrzeug hingestellt wird. Da wird ja ausgeschrieben und da sind wir natürlich im Wettbewerb
Und da hilft uns natürlich schon sehr, dass wir hauptsächlich ehrenamtlich organisiert sind. Wir würden in diesem Wettbewerb würden wir ein Problem haben, denn erstens einmal bezahlen wir nach öffentlich-rechtlichen Tarifen, das ist das eine, und zum Zweiten sind wir fast 200.000 Ehrenamtliche sind da in Bayern unterwegs. Ne? Ja. Und das ist eine Geschichte, da müssen wir immer wieder die Stimme heben und da brauchen wir auch politische Unterstützung, denn Europa, das ist diese Wettbewerbskommission, die habe ich zur Genüge kennengelernt, als ich bei den Sparkassen war. Ja. Das ist schlimm, dass man meint, alles über den Markt regeln zu können. Ja, bleiben wir beim Ehrenamt. Was reizt denn heute überhaupt noch jemand, seine Freizeit fürs Rote Kreuz zu opfern und dann auch teilweise in ganz tragische Situationen reinzukommen? Das ist ja auch menschlich für die, die es machen, immer wieder eine große Herausforderung. Wie kriegen Sie immer wieder neue Leute, die bereit sind, ihre Freizeit zu opfern? Zunächst einmal ist es eine Wertehaltung. Das kann man überhaupt nicht in Abrede stellen. Also wer zum Roten Kreuz geht, der weiß, dass er in eine Organisation kommt, die weltumspannend ist. Wir haben jetzt erst vor kurzem wieder, das machen wir einmal im Jahr, ist für mich der schönste Rotkreuztag in Fürth in der Stadthalle, haben wir wieder 1.000 Menschen begrüßt, die jetzt beginnen. Wir bilden also 1.000 junge Menschen aus, von der Küchenhilfe im Altenheim bis zu den Notfallsanitätern, um einmal die Bandbreite zu sagen, ja, in vielen Berufen. Und dort hinzugehen und sich hinzustellen und zu sagen, Mensch, ihr seid jetzt in einer Riesenorganisation weltweit, da ist dann nicht bloß der Beruf, sondern das ist auch eine Berufung. Also das ist schon etwas, wo man motivieren muss. Und ich glaube, das ist ein treibendes Moment. Etwas anderes ist es, dass man auch... Das unterstelle ich Ihnen sofort, dass Sie ja, die Leute gut motivieren. Ja. Mach ja gerne. Macht richtig Freude. Ja. Aber das reicht nicht. Und deshalb ist es auch für uns eine Herausforderung, Nachwuchs zu bekommen. Also der Fachkräftebedarf ist da. Deshalb müssen wir Perspektiven bieten. Jetzt Notfallsanitäter, jetzt nehme ich das Stichwort nochmal. Diese neue Ausbildung ist jetzt nicht mehr nur eine Schmalspurausbildung, sondern es geht jetzt, dass ich über diesen Beruf Notfallsanitäter auch Aufstiegschancen habe. Das ist jetzt eine richtige Berufsfachschule, so wie eine Altenpflegeschule oder so wie eine Krankenpflegeschule. Das ist schon ein Anreiz, sage ich jetzt einmal. Ne? Dann haben wir das Thema der Pflege sowieso, die Zusammenführung der Kranken- und der Altenpflege. Also man muss Perspektiven bieten, vor allem denjenigen, die hauptamtlich das tun wollen. Also bei der Pflege hat es ja auch was mit Anerkennung zu tun, nicht? Also die Leute, die diese Jobs machen, da hört man immer wieder, es ist auch ein Knochenjob natürlich, aber die Anerkennung in der Gesellschaft ist nicht so, wie sie eigentlich sein müsste. Das ist richtig. Das ist ein ringendes Pflegeverstärkungsgesetz. Das ist gut gemacht. Da muss noch mehr geschehen. Diese 5 Pflegestufen, die man jetzt hat. Die bayerische Gesundheitsministerin hat ja das Thema Pflege ganz oben in ihrer Agenda. Aber das Hauptsächlichste ist natürlich auch neben Bezahlung, das ist alles auch notwendig, das sind ja hauptamtliche Leute. Ja. Aber das Allerwichtigste ist die Anerkennung. Diese Gesellschaft entwickelt sich so, du musst mindestens ein Computerfachmann sein, dann bist du noch mal ganz oben in der Skala, ne, oder Programmierer oder was auch immer. Und irgendwann, wenn gar nichts mehr geht, ja, naja Gott, dann mache ich den Pfleger oder wer Pflegerin. Und das muss sich umdrehen. Du brauchst erst einmal, es sind erst einmal diese sozialen Berufe notwendig, damit die Gesellschaft stabil bleibt, bevor alles andere kommt. Wir brauchen eine Paradigmenumkehr. Und um die ringen wir. Das ist, wie kann man sowas machen? Haben Sie... Ja, das ist Überzeugung, das ist, mir fällt jetzt zum Beispiel ein, in den öffentlichen Medien, da kommt irgendwann einmal ein Problem in einem Altenheim in der Pflege vor. Dann wird das hochgebauscht über die Boulevardpresse bis zum geht nicht mehr. Die Tausenden von anderen, die also wirklich auf höchstem Niveau zertifiziert mit Einsern in den Pflegebereichen tätig sind, über das redet niemand, uninteressant für die Medien, das ärgert mich. Ja, da haben Sie recht. Ja. Da haben Sie recht, dass man die Normalität mal ein bisschen mehr herausgeht. Genau, um das geht es. Es gibt viele, auch ältere Menschen, die auch sehr dankbar sind, dass sie so gute Pfleger haben. Ne? Ich habe zum Beispiel als Landrat den Treffpunkt Ehrenamt geschaffen. Mhm. Aus diesem Treffpunkt Ehrenamt heraus hat sich dann die Ehrenamtskarte auf bayerischer Ebene entwickelt. Das haben wir im Landkreis entwickelt. Und da haben wir zum Beispiel Folgendes gemacht. Das hat sich EMS genannt. Ehrenamt macht Schule. Mhm. Wir haben also... jedes Jahr waren das 200, 300 junge Leute, die aus allen möglichen Schulen
für mehrere Wochen zweimal, zwei Stunden in der Woche in irgendeine Einrichtung gegangen sind. Also das war hervorragend. Ich bin dann selber da mal hingegangen. Die älteren Leute, die haben sich richtig gefreut, haben sich sogar schön angezogen. Ah, wer kommt? Ja, jetzt kommen also die und die aus der und der Schule. Die kommen und dann sitzen die da und sind mit den älteren Leuten beieinander. Das hat aber noch nicht gereicht, sondern wir haben dann, das habe ich mit den Arbeitgebern abgesprochen gehabt, wir haben dann auch ein Zertifikat, also eine Art Zeugnis, was heißt, eine Bescheinigung haben die dann bekommen, dass dann auf unser Bitten hin auch die Arbeitgeber bei einer Bewerbung anerkannt haben. Also nicht bloß den Einser und den Zweier in der Skala der Noten, sondern eben auch solche Einstellungsdinge. Das ist schon gut. Also ich glaube, das Bayerische Rote Kreuz hat mit Ihnen als Präsidenten jemanden, der Dampf hat und seine Ideen auch gerne umsetzt. Und ich wünsche Ihnen auf diesem Weg, Herr Zellner, alles Gute und herzlichen Dank fürs Gespräch. Ganz herzlichen Dank, Herr Van Hoven. Hat Spaß gemacht. Das war Menschen in München mit Jörg Van Hoven.